Hallo ihr Lieben, ich bin der RN von Unser Ding und willkommen auf dem Rocco del Schlacco. Die wunderbaren Annen Maikantereit sind bei mir. Lieber Christopher, lieber Severin, ey, willkommen hier am Unser Ding Trailer. Ja, hallo. Das ist schön hier in der Sonne bei gefühlten 35 Grad. Und wir sind heute schön hier aus dem Bus gekommen, haben über die Landschaft geblickt. Das ist sehr schön hier. Auf jeden Fall freuen uns voll wieder hier zu sein. Ihr Lieben, ich habe ein kleines Spiel mitgebracht und zwar spielen wir eine Runde, Severin, unter deinem Stuhl liegen die Schläger. Guck mal. Ich ahne schon, was es ist. Dreh mal um einmal für die Cam. Wahr oder unwahr spielen wir in der Runde. Ich habe eine Behauptung und ihr sagt, ob die wahr ist, auf euch bezogen oder nicht. Also mal ganz easy, Festival. Ich liebe Camping. Oh, da scheiden sich die Geister. Weil erstmal zum Pessimisten. Was ist los? Ja, Camping und Festival, also ich habe tatsächlich bis jetzt einmal in meinem Leben auf dem Festival gecampt, weil wir sonst immer beruflich da sind. Und das war so schlimm, es hat geregnet, ich war komplett durchnässt, bin mitten in der Nacht aufgestanden, habe meine Sachen gepackt und nach Hause gefahren. Und was feierst du am meisten am Camping? Du bist pro Camping. Ja, also ich finde das einfach mega gemütlich und man ist so einfach direkt irgendwie unter Bäumen und kann da sein Zelt aufschlagen und so. Also auf dem Festival habe ich jetzt auch noch nicht so wirklich gecampt, aber sonst finde ich das immer super. Super gemütlich einfach. Das heißt, deine schönste Camping-Erinnerung ist unterm Baum in so einer Hängematte, oder was? Yes, ziemlich. Irgendwo in Frankreich, ich weiß nicht mehr genau wo, in so einem Pinienwald, einfach so eine Hängematte aufgespannt unter so einer Plane und da schön abgehangen. Lasst mal so ein Annen-Maikantereit-Camp kreieren. Was muss auf jeden Fall in euer Camp mit rein? Einfach so ein paar Trommeln für so einen riesigen Trommelkreis. Okay, also. Du bist auch eingeladen. Dankeschön. Hast du eine Trommel für mich? Der Sebi hat ein paar. Die sind da hinten im Anhänger drin, wo auch Henning noch pennt. Also da können wir gleich mal rein. Nächste Behauptung. Ich habe auf Festivals ab und zu mal auch so meine Fanboy-Momente mit so Selfie und Co. Wie haltet ihr den Schläger? Ich habe schon auf jeden Fall so richtige Fanboy-Momente gehabt. Also zum Beispiel, wir haben mal auf dem St. Gallen gespielt und dann haben sie nach uns einfach Radiohead gespielt. Also das war so der krasseste Fanboy-Moment, den man haben kann. Und das hat so lange angehalten, bis die uns aus dem Backstage geschmissen haben, weil die den selbst einfach haben wollten. Jetzt hier beim Rocco, auf wen freut ihr euch heute noch? Contra K. Ist auf jeden Fall immer cool. Mit dem haben wir uns jetzt schon zweimal dieses Jahr getroffen, sozusagen auf Festivals. Ist manchmal ganz lustig, es gibt eigentlich jedes Jahr immer Künstler, Künstlerinnen, die man dann so den ganzen Sommer immer wieder trifft. Und deshalb freue ich mich auch wieder, das heute Abend mir vielleicht noch ein bisschen anzugucken. Ich habe mich gefragt so, ey, musste eigentlich schon mal euer Tourbus unplanmäßig wegen einem von euch halten? Also ich glaube noch, wegen keinem von uns musste unser großer Tourbus angehalten werden. Aber da fällt mir gerade die Geschichte zu ein, wie wir mal irgendwann, ich glaube, aus Leipzig oder so losgefahren sind. Wir saßen alle im Bus und waren eigentlich schon fast in der nächsten Stadt, Dresden oder Berlin oder so. Und dann rief irgendwann Ferdi, unser Trompeter, an und meinte nur so, ey Leute, wann fahren wir eigentlich ab? Und wir waren so, Ferdi. schlechte Nachricht, wir sind schon vor 4 Stunden abgefahren. Und dann ist er aber mit dem Zug nachgekommen und es hat sich alles ausgegangen, war alles cool. Was machst denn du, Severin, wenn euer Tourbus einen normalen Stopp hat? Also ihr seid on Tour, Tourbus stoppt und was macht Severin? Meistens in die Raststätte gehen und da planlos rumrennen, sich die Dinge angucken, die es immer da gibt, aber hoffen, man findet wieder irgendeinen Tankstellenschatz. Aber es ist selten. Gestern hatten wir tatsächlich den Moment, wir haben an der Raststätte Halt gemacht, sind da rein, um einfach nur so ein bisschen die Beine zu vertreten. Und dann hat Henning so ganz viele Tassen gefunden, die da standen, mit Namen bedruckt. Und da waren tatsächlich auffallend viele Namen von uns und aus der Crew drauf. Und dann haben wir erstmal 5, 6 von diesen Tassen gekauft und an unsere Gang verteilt. Das war sehr witzig. Krass, ist Severin so ein Name, der auf einer Tasse draufsteht? Nee, der nicht tatsächlich, den habe ich auch noch nie gefunden. Christopher natürlich, in jedem Ramschladen steht das drauf. An jeder Supermarktkasse gibt es irgendeinen Artikel mit Christopher drauf. Nächste Behauptung, ich habe schon mal im Hotel was mitgehen lassen. Ah, klar, oder? Ja, klar. Also dafür haben wir schon zu oft in Hotels geschlafen. Ich habe eine riesige Fernsehersammlung zu Hause, ich weiß gar nicht, wohin damit.
Nee, also da kann man schon mal irgendwie kleine Gegenstände mitnehmen. Vielleicht auch mal ein Kissen. Ich hatte mal ein ganz ungemütliches Kissen im Bus und da habe ich mir gedacht, ja, vielleicht fällt es nie auf. Bis jetzt. Ich hoffe, dieses Hotel sucht mich bis heute noch das Kissen. Christopher, du warst mega schnell, als ich gefragt habe, ob du was gestratzt hast, wie man auch im Saarland dazu sagen würde, im Hotel. Ach, einmal, da gab es so ein Spray, so ein Lavendelspray fürs Kissen. Und das fand ich irgendwie so geil. Das gab es auch nicht zu kaufen im Hotel. Dann habe ich das gestratzt. Und ich rieche gerade, du benutzt das nicht nur für deine Bettwäsche, ne? Nee, das hält bis heute. Ich kann gut mit den Macken meiner Bandkollegen umgehen. Mit welcher Macke kannst du am besten umgehen, Sebastian? Ich glaube, wir haben alle so viele Macken. Ich glaube, die größte Kunst, die wir alle erlernen mussten, ist genau das, damit umzugehen. Sonst könnten wir nicht schon seit 10 Jahren Musik zusammen machen, weil jeder hat natürlich seine Macken und die weiß man bei sich selber auch. Und wir können auch sehr gut streiten und aneinander geraten, aber wir können auch sehr gut nach 5 Minuten wieder lustig rumblödeln und das ist irgendwie okay. Aber dann gib mir jetzt eine Macke bitte, mit der ihr lernen musstet, umzugehen. Sebi ist, würde ich sagen, ein sehr kompetitiver Typ. Und wenn man irgendwas macht, muss er da direkt sagen, wenn man irgendwas weit wegwirft, muss er direkt sagen, nee, ich kann das weiterwerfen. Zum Beispiel das hier schaffe ich direkt. Oh. Ey, das wollte ich heute eh noch spielen mit Contra K, ja. Wir rufen dich nachher. Schneiden wir alles raus. So, was ist heute noch auf dem Plan? Ihr seid Headliner, ihr habt also noch Zeit. Ich glaube, ich muss mich nachher nochmal ablegen in den Bus und ein kleines Nickerchen machen. Und dann vielleicht noch so ein bisschen übers Festivalgelände laufen und also so das Flair aufsaugen. Hast du deine Hängematte nicht dabei, oder was? Doch, also das ist nicht meine, das ist Servis. Sevi, die Hängematte ist belegt. Was geht bei dir jetzt heute noch? Mal gucken, ob die belegt ist. Wenn ich in die Hängematte will, dann wird das erstmal ausgespielt. Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Schön, dass ihr da wart, liebe Christopher. Severin, danke schön. Das waren Annen-Mai Kantereit hier bei uns im Interview bei Unser Ding. Wenn ihr jetzt noch Bock habt auf mehr Interviews hier vom Rocco del Schlacco, dann gibt's die hier.